Ja, hallo, liebe Freunde von Schule und Programmierung. Herzlich willkommen am zweiten Weihnachtsfeiertag. Heute zum spannenden Thema. Wir wollen heute natürlich dieses Weihnachtscode-Rätsel hier ja, ein bisschen auflösen und schauen hier, ja, was war eigentlich gefragt. Man konnte also grundsätzlich 40 Punkte hier erreichen und es wird natürlich spannend. Ich hatte die ganzen Sachen natürlich schon online gestellt, aber dachte mir, vielleicht ist es ganz cool, wenn wir noch ein Video nachschieben, weil du kannst dann natürlich alles ja viel besser nachvollziehen, sage ich mal. Ja. Wo war das Ganze hier überhaupt? Das schauen wir uns hier mal an und lösen hier ja, unser Weihnachts-Special-Video hier auf. Also. Gehst natürlich auf Schulaufprogrammierung und dann in die Cybercree hier. Klicken wir hier drauf und hier sind wir schon. Also dann gehst du halt in den Eingang und haben wir hier praktisch das Code-Rätsel hier. Ja. Es gab also wie gesagt drei. Ja, war eigentlich einfach, aber die Sachen wurden zusehends auch ein bisschen tricky. Da musst du schon nachdenken, sage ich mal. Also 40 Punkte konntest du erreichen. Wir starten hier in der ersten, das erste Rätsel hier. Also Weihnachtsrätsel 1. Könntest du deinem Kumpel Zeile für Zeile erklären? Hier ging es natürlich darum, ja, es kann ja sein, dass du, egal, wenn du jetzt ganz neu bist, dass du halt so einen kleinen Code erklären musst. Ja, das machen wir ja gerade mal kurz. Also wir gehen hier in Zeile 1 hier natürlich rein. Das ist ein normales HTML-Gerüst, kann man sagen, wo eben frohe Weihnachten ausgegeben wird. Ja. Es wird also in Zeile 1 geht das los, wird das HTML angeleitet mit Zeile 2. Ja, das ist in Englisch eingestellt. Dann in Zeile 3 geht der sogenannte Head-Bereich los. Im HTML wird alles so ein bisschen gegliedert in Head- und Body-Bereich. Der Head-Bereich wird nicht angezeigt in der Ausgabe. Wir sehen also hier in Zeile 4, 5 und 6, ja, diese Sachen werden nicht angezeigt. Ja. Der Head-Bereich geht in Zeile 3 los, ja, also mit geöffnetem Head und geschlossen ist diese ganze Geschichte, wenn du hier so ein Schrägstrich siehst, ja, dann weißt du, okay, hier ist der erste Bereich hier abgeschlossen. Dann geht es hier weiter in den Titel hier. Das siehst du natürlich frohe Weihnachten in HTML, ja. Und in Zeile 8 geht die Sache richtig los und hier wird der Body hier eingeleitet. Das heißt, ab Zeile 9 im Zwischenraum, ja, dort fängst du an, den Code zu schreiben, ja. Also, ich habe jetzt hier eine einfache Überschrift, H1 Überschrift, habe hier frohe Weihnachten und ist wieder hier. Also hier geöffnet und dort geschlossen. Geschlossen ist immer, wenn du hier so einen Schrägstrich siehst. Ja? Und der Body ist hier abgeschlossen, wenn du hier praktisch so einen Schrägstrich siehst. Und das ganze HTML-Gerüst ist eben abgeschlossen, ja? Wenn du das hier siehst. Ja? Das Ganze wurde natürlich in Visual Studio Code hier gemacht. Ja? Das ist also so ein Code-Editor, den lädst du dir runter. Ja, und was du dazu brauchst, damit du sehen kannst, ja, wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe das hier mal schon fertig, ja, wenn ich jetzt hier auf den Live-Server gehe, dann lasse ich mir frohe Weihnachten hier einfach anzeigen. Ja. Das heißt, wenn du wenn du Visual Studio Code runtergeladen hast, dann brauchst du natürlich den Live-Server, den kriegst du hier über die Extensions, sind sogenannte Erweiterungen, gehst du hier rein und gibst wie immer. Ja, Live-Server hier ein. Ja. Also das ist eigentlich das Erste, was du machst, ja, wenn du das Ding hier runterlädst, ja, dass du dir den Live-Server drauf spielst, weil sonst kannst du ja nicht sehen, was du letztendlich für einen Code geschrieben hast. Ja. Also hast du hier Live-Server, ja, und dann klickst du hier auf Download. Ja. Ich habe den jetzt natürlich hier schon drauf. Hier steht dann unten rechts, wird dann bei dir Port 5501 angezeigt. Ja. Da klickst du dann drauf. Ja. Und dann müsste die Sache so funktionieren, so wie jetzt. Ja. Das heißt, ja, wir haben ja jetzt hier frohe Weihnachten hier ausgegeben. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch XXL schreibe, ja, wenn du viele Geschenke bekommen hast von mir aus, ja, dann klicke ich hier, ja, dann würde es jetzt hier, ja. Ich könnte jetzt auch hergehen und die Schriftgröße hier verändern, dann gehe ich hier rein in den Code und mache hier zum Beispiel H3, ja, zum Beispiel, ja.
So. Und klicken wir hier mal rein und dann müsste sich das Ganze hier ein bisschen kleiner angezeigt werden. Ja? Das Prinzip müsste klar sein. Also wenn du es so grob erklärt oder für dich aufgeschrieben hast, dann hast du auf jeden Fall die 10 Punkte hier erreicht. Ja, wunderbar. Und wir kommen dann auch schon zu der zweiten Geschichte. Also 10 Punkte gab es in dem ersten Teil. Und jetzt das zweite wird schon ein bisschen tricky, ist ein bisschen JavaScript. Kommt drauf an, ob du schon so weit bist, je nachdem, wie du eingestiegen bist. Das schauen wir uns an. Und zwar hat Hans hat Weihnachtseinkäufe gemacht. Ja? Also das Problem, das er hat, das Ding läuft nicht, sein Programm läuft nicht. Und du sollst ihm helfen hier. Ja? Also hier ist die Aufgabe Weihnachtsrätsel. Hans möchte sich ein kleines Programm schreiben in JavaScript, das ihm alle Geschenke zusammenrechnet, die er für Weihnachten gekauft hat. Doch verdammt, warum läuft sein Programm nicht? Er möchte das Ergebnis in einem kleinen Fenster ausgeben. Wie geht das? Und die zweite Frage, in welcher Programmiersprache schreibt er seinen Code? Ja, das hatte ich schon verraten, natürlich in JavaScript. Du siehst das hier unten. So, jetzt hat er natürlich hier angefangen. Ja, das obere hatte ich schon grob erklärt. Ja, und im Body-Bereich hatte ich hier auch schon. Und hier schreibt er praktisch sein erstes Script. Ja, also sein JavaScript hier rein. Du siehst das auch hier, in Zeile 17 wird hier Script geschrieben. Ja? Also hier ist das geöffnete und hier ist das geschlossene. Ja? Geschlossene ist immer ähnlich, wie ich vorher auch erzählt habe, immer wenn hier so ein Schrägstrich ist. Ja? Dann steht hier, also erstes Weihnachtsgeschenk hat er für nicht in die Oma hat er 40 Euro ausgegeben, ja, let A gleich 40. Und für die Freundin hat er 80 Euro von mir aus ausgegeben. So, jetzt will er sich natürlich 120 Euro ausgeben lassen. Und zwar steht hier in der Aufgabe, musst du genau lesen hier, es kann ja mal sein, du hast so eine ähnliche Aufgabe im Studium oder wo auch immer oder in, ja, in irgendeiner Arbeitsgruppe, ja, und immer genau lesen, weil sonst wird es schwierig. So, er möchte das Ergebnis in einem kleinen Fenster ausgeben. Das heißt, wenn er auf den Live-Server klickt, dann müsste die Zahl 120 Euro, also 120 Euro hat er für die Geschenke ausgegeben. Ja? So, wenn ich das jetzt hier zum Beispiel hier eingebe, ja, also in Visual Studio Code, dann funktioniert das nicht. Ja? Also er hat hier nämlich gar keine Ausgabe hier eingegeben. Ja? Also es fehlt eigentlich im Prinzip window.alert. Ja? Schauen wir uns an, ich hatte das auch schon veröffentlicht, wie das dann im Code hier aussieht. Gehst du hier runter zu den Lösungen, ja? Und wir gucken uns die Sache hier genau an. So, also hier war die Aufgabe und hier ist die Lösung praktisch. Ja? Die Lösung ist das hier. Er muss praktisch in dieser Zeile noch window.alert. Ja, dadurch kommt eben ein kleines Fenster, kommt dadurch zustande, ja, das ihm dann 120 Euro anzeigt. Wie sieht das Fenster aus? Schauen wir uns auch an. So. In dem Moment, wenn er hier auf diesen Live-Server klickt, ja, hier unten, ja, schauen wir, wird hier dieses Fenster hier angezeigt. Ja? Und du siehst, da ist gerade was runtergefallen. Also siehst hier, dass es 120 hier angezeigt wird. Ja? Wunderbar, funktioniert also, klasse. Wenn du das hingekriegt hast, dann sind zusätzlich eben 20 Punkte, dann hast du insgesamt hier 30 erreicht. So, und jetzt als drittes noch, gab es hier noch diese Geschichte hier. Ja, da wird natürlich gefragt, wie gut kennst du dich aus, so ein bisschen in den Programmiersprachen. Und zwar stellt Frankie hier, ja, es gibt Zoff unter dem Weihnachtsbaum, habe ich es genannt. Ja, und Frankie stellt hier so ein paar Thesen auf, ja, und steht hier, stimmt das alles, was Frankie hier behauptet, oder will er Janina nur veräppeln? Also die beiden streiten sich, weil sie unterschiedliche Meinungen sind, so. Punkt 1, HTML ist eine Programmiersprache. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das ist falsch. Das ist keine Programmiersprache. Das ist eine sogenannte Markup-Sprache. Ja? Punkt 2, mit Python kann ich eine GUI bauen. Ja, es ist also so eine Graphical User Interface Geschichte. Das heißt, ich könnte hergehen und es
geht mit Python und Tkinter zum Beispiel. Kannst du mal eingeben bei YouTube oder so. Dann drittens, mit der Programmiersprache Dart kann ich den Style einer Webseite bauen. Stimmt eigentlich auch nicht, weil Dart und Flutter zum Beispiel, das ist einfach eine. Dart ist eine Programmiersprache für, indem du eben zum Apps programmieren. Ja? Dann viertens, mit der Programmiersprache Swift kann ich eine Android-App bauen. Das ist eigentlich für iOS gedacht und ist die Programmiersprache Swift. Ja? Mit Apache Cordova kann man eine App coden. Naja, kannst du machen. Punkt 6, CSS ist für den Style und Layout zuständig, auch für die farbliche Gestaltung. Also bei einer Webseite zum Beispiel, das ist richtig. Punkt 7, HTML kann ich auch auf dem Handy lernen. Ja, es gibt so kleine Code-Editoren, sage ich mal, so wie TrebEdit zum Beispiel. Ja, kannst du unterwegs praktisch Code schreiben und eben auch auf dem Handy anschauen. Sehr cool, wenn dir zwischendurch mal was einfällt. Oder wissen willst, funktioniert der Code oder eben nicht. PHP ist dazu da, das Frontend einer Webseite zu bauen. Stimmt eigentlich auch nicht, das Backend. Punkt 9, Python-Code kann auch im HTML-Code ausgeführt werden. Ja, funktioniert auch. Das war eigentlich schon ziemlich tricky, also nicht so ganz einfach. Musste man schon etwas nachdenken oder wenn du ja, dich da nicht so auskennst. Kannst du über PyScript.net mal reinschauen, wie das funktioniert. Hatte ich auch ein Video mal drüber gemacht, wie man Python-Code in HTML ausführt. Ja. Auch sehr spannende Technik hier. Und in 10 ist natürlich grottenfalsch. Angular ist keine Programmiersprache, sondern ist ein sogenanntes Framework. Also wird oftmals im Frontend benutzt. Ja, also HTML, CSS, JavaScript und dann noch, ja, man hat oftmals React.js oder Vue oder ja, in dem Sinne eben Angular. Ja. Ist also keine Programmiersprache, sondern ist ein Framework. Ja. Also so ein, wie könnte man es nennen? So ein Programmiergerüst, sage ich mal. Ja. Das war es dann auch schon von meiner Seite. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert den Kanal gerne. Bis zum nächsten Mal. Und weiterhin schöne Weihnachten. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.